Hallöchen, meine Freunde in der Nacht und willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ich switch mal kurz hier rum, weil genau, wir hatten uns zuletzt den Ladewagen gekauft und diese Meldung ist neu, denn ich habe mir, als wir noch ein bisschen nach der Special-Aufnahmesession noch rumgezockt haben, eine kleine Mod installiert, wo man erstmal separat den Motor starten muss. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, obwohl der Mod, doch, den Mod, den kriegt ihr auf der offiziellen Webseite vom Landwirtschaftssimulator runtergeladen. Die anderen Mods in Bezug auf den Flutlichtscheinwerfer, der bisher mit positiver Meinung angekommen ist, werde ich noch nachträglich installieren. Muss ich noch schauen, weil ich das mache schnell. Aber werden wir auf jeden Fall noch machen. Kein Problem. Ich habe es ja gesagt, wenn ihr das wünscht, mache ich das. Aber ich habe das jetzt mal ganz schnell nicht geschafft. Weil ich nämlich immer noch am Problem von einem anderen Spiel dran war, wo ich gehofft habe, eigentlich mal die Lösung zu finden. Aber ich komme da nicht weiter mit dem Problem. Also es handelt sich um Dawn of War. Ich kriege diese eine blöde Mission nicht gepackt. Ich hasse diese Mission bei diesem Spiel mit dem keine Basenbau, sondern bloß blödes Rumgedingsele und nicht genug Ressourcen zu haben und solche Sachen. Also das ist einfach nur abfuckig nervig. So. Ich hoffe mal, wir kriegen das hier auch alles hin. Der Trecker ist was eigentlich ein bisschen zu klein dafür, aber egal. So, einige meinten, ich würde mich etwas leise anhören. Kann natürlich sein, dass das in den letzten Aufnahmen so war, betreffs Stimme schonen. Weil ich, ich sag mal, leicht erkältet war und dann klange ich leicht genäselt. Und das klingt halt ein bisschen blöd. So, wir waren genau Uwe der Bob. Los. H ist doch Helfer. Ach ja, Uwe der Bob kann ja nicht arbeiten, wenn der Motor nicht an ist und dementsprechend, der startet ihr nicht von alleine den Motor. Also wenn ihr euch diesen Mod runterladet, achtet darauf, dass eure Uwes und eure Bobs in einem eingeschalteten Fahrzeug drin sitzen. Das müsst ihr dann manuell starten, denn im Prinzip ist das nur, weil sonst steigt ihr ja ein, das Fahrzeug startet automatisch. Das müsst ihr halt jetzt noch separat mit einem Tastendruck auf Z machen. Was natürlich auch dazu führt, dass, wenn ihr aussteigt, der Trecker immer noch an ist. Und ich habe hier eine etwas unbequeme Sitzpose, denn ich habe extra das Mikro ein bisschen dichter rangezogen, dass ich vielleicht ein bisschen lauter bin. Jetzt sitzt mein Arm hier so halb auf der, so halb auf der Kante vom Schreibtisch. Und das ist, etwas unangenehm. So. Na, also wie ihr seht, der Trecker läuft immer noch. Und das ist uns, ich glaube, in der Aufnahme, also in der Aufnahme jetzt zum Special nicht so oft passiert. Aber doch schon recht häufig, dass man da in einem Gerät drinne saß und man trotzdem vergessen hat, den Motor zu starten und losfahren wollte. Oder einfach ausgestiegen ist, ohne Motor auszumachen und solche Sachen. Weil ich weiß nämlich nicht, ob der Benzinverbrauch steigt. So, andere Sache zum Ansprechen. Ich habe in einer letzten Aufnahme gesagt, dass der einfach untergrubbert, das Stroh. Aber irgendwie grubbert er es danach wieder aus. Also wenn man danach nochmal rüber geht nach der nächsten Ernte, grubbert er das ganze Stroh hier wieder aus. Also sammeln wir mal das leicht untergebuddelte Stroh hier wieder ein. Soll uns ja nicht zum Schaden sein und verfrachten das dann gemütlichst in unser Strohlager. Und gucken wir mal, was wir da an Kohle kriegen. So viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja klar, akzeptieren wir. Wo müssen wir hin? Nein. Das, runter, dahin. Ja. Wird mir noch öfters passieren, dass ich vergesse, den Motor zu starten. Ich muss mir echt eine bessere Position einfallen lassen für das dumme Mikro. Es wäre mir viel lieber, wenn das so, weiß ich nicht, so leicht an der Decke hängen würde und dann so runterkommen würde.
wäre viel, 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 viel besser. Zack. Ja, wenn wir das Stroh alles eingesammelt haben, dann sammeln wir hier mal das Gras auf und schmeißen das erstmal für die Geldverdienung doch hier irgendwo. Hier sind es keine. Wo sind die denn? Okay, hier ist kein Haufen. Ich weiß, hinten beim Campingplatz sind da zwei Haufen. Vielleicht ist auch der andere Haufen vorne bei dem, bei der Golfanlage. Und dann können wir da die Sachen gemütlich abladen und kriegen dann da unsere paar Cents dafür. Aber jede Kohle, jedes Geld ist wichtig, dass wir brauchen. So, ich schaue mir mal die Pegelausschläge in meiner Aufnahme an. Ja, dafür fahre ich wieder Schlangenlinien. Die sind groß genug, sie sollten eigentlich laut genug sein. Wenn nicht beim Rendern, tue ich ja nochmal die Lautstärke mal ein bisschen nachjustieren, dass die ein bisschen lauter wird, das Hintergrund ein bisschen leiser. Und dann sollte es eigentlich klappen, dass ich wieder laut genug bin für euch. Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, weil ich kann das ja bloß einstellen anhand dessen, wie ich es über meine Kopfhörer dann höre. Und wenn ich da der Meinung bin, ich bin eigentlich laut genug für mich, dann lasse ich auch die Einstellungen so. Es kann natürlich sein, dass dann, ich weiß ja nicht, wie gut eure Soundanlage ist, über die ihr mich hört, dass da natürlich das Ganze ein bisschen sich anders anhört als bei mir auf den Kopfhörern. Dementsprechend kann ich es, glaube ich, auch nicht perfekt für alle lösen. Aber bisher war ja auch nur einer, der meinte, ich bin zu leise. Deswegen, also, es muss ja nicht zwangsweise an mir liegen, aber es kann auch ein Grund sein. So. Was haben wir noch vor? Ja, mal gucken. Wir gucken mal, wie weit wir mit dem Geld jetzt kommen. Eine nächste große Anschaffung habe ich erstmal so direkt keine geplant. Wir schauen einfach mal der Dinge, die da kommen werden. Wir sammeln einfach Kohle. Und wenn uns spontan irgendwas einfällt, wo wir es ausgeben können, sei es ein neues Feld, wobei das auch eher nebensächlich ist, weil wir haben ja jetzt ein schönes großes. Werden wir dann einfach mal gucken. Ja, Fahrzeugmods. Ja, ich warte immer noch auf die schönen Fahrzeuge, wie gesagt. Also auf die mir optisch gefallenen. Ich kann ja nicht jeden eurer Wünsche leider erfüllen. Hab mich auch schon bei den Mod-Erstellern gemeldet, warte bloß noch auf eine kleine Antwort von denen, ob die mir sagen können noch, Pi mal Daumen, wie lange sie noch etwa brauchen, beziehungsweise ob sie es mir erlauben, dass ich die Mods einbaue. Und dann war es das auch schon. Wie gesagt, müssen wir halt mal schauen, kriegen wir schon hin. Wie sagte mein Ausbilder immer, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. 760, neuer Rekord. Zack. Tucker, 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 Tucker. Ja, wie ihr sicherlich im Sendeplan schon entnommen haben werdet. Habe ich ihn ausgemacht? Nee, habe ich natürlich nicht. Ab sofort. Oder wie ich es auch schon sehr, sehr häufig eigentlich in den letzten Aufnahmen gesagt habe. Eine Folge nur noch. Hat auch ein bisschen was mit privaten Sachen zu tun. Wie gesagt, Vorbereitung auf Prüfungen und solche Dinge. Aber es soll ja, sollte eigentlich genug sein, sag ich mal. Also es sind dann 3 Videos pro Tag für euch aktuell. Es sind schon wieder neue Projekte in Planung. Je nachdem, wie gesagt, wie sich da die Rechteinhaber verhalten, was sie sagen. Aber mal schauen. Mit viel Glück startet diese Woche. Wir haben gerade übrigens Montag den 12. Ja. Gestern begann ja die 5. Jahreszeit. Ich hasse Karneval. Ah! Wie gut, dass ich gestern nicht in Köln war. Ich glaube, ich bin wieder ausgeflippt. Egal. Wie gesagt, am 15. gibt es nämlich eine Änderung bei einem Spiel, was ich spiele, was nicht nur ich, sondern auch meine Frau zockt. Und dann wollten wir das Ganze mal als LPT angehen. Also das kleines Let's Play Together mit mich und Frauchen. Inwieweit Frauchen akustisch involviert ist, wissen wir gar nicht, weil wir eigentlich gar kein zweites, weil wir gar kein Headset besitzen. Ich habe eigentlich hier nur mein Mikro. Aber ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, am 15. gibt es dann nämlich eine kleine Änderung bei dem Spiel und ab dann
habe ich mir eigentlich gesetzt, wäre es doch schön, das Ganze als Let's Play umzusetzen. Wie gesagt, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Am 15. wahrscheinlich nicht direkt. Weil bei Frauchen muss ich immer gucken wegen Arbeit und so, damit das hinhaut. Und an ihrem freien Tag, oder ja, eigentlich hat sie nur einen freien Tag in der Woche, möchte man ja nicht immer vorm Computer hocken. Deswegen, also, sagt, wir schauen mal, ob wir es so hinkriegen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn ja, könnt ihr euch bald auf ein neues Projekt freuen, was auch mit einer der Gründe ist, weswegen ich bloß noch auf ein Video pro Tag runtergegangen bin. Weil dann lieber 5 Videos oder 6 Videos meinetwegen am Tag von 6 verschiedenen Spielen. Das ist doch eh viel besser. Also kann sich jeder das rauspicken, was er möchte. Kann sich das Spiel anschauen, was er möchte. Und ist halt nicht gezwungen, zweimal am Tag bei mir reinzuschalten, um halt zu gucken, ob sich irgendwas geändert hat oder was sich geändert hat und nicht irgendwie hinterher zu hängen. Ist ja auch ein bisschen blöd. Finde ich zumindest. Zack. Und wie voll sind wir? Ach Gott, mal 11%. Alter Verwalter. Naja, egal. Der grubert ja halbwegs hier alles wieder frei. Ach ja, ich hoffe, die mit dem Glas-Mod beeilen sich. Ich mag diese. Die gehen noch, aber ich würde gerne die Sache mit den Deutz-Mähdrescher umgehen. Mir ist vollkommen egal, welcher von Klaas. Ob es da irgendeiner. Meinetwegen auch die kleine 500er-Serie. Wäre mir auch egal. Die reicht ja erstmal. Für das Feld brauchen wir den 770er auf keinen Fall. Das Ding ist viel zu groß dafür. Mit 12 Meter Arbeitsbreite. Okay, man kann auch das kleine 9 Meter. Ich glaube, kleines 9 Meter gibt es auch. Oder war es ein 600er? Nee, das war ein 9 Meter, ne? Glaube ich doch. Kann sein, ja. Das wäre auch schon zu groß fast hierfür. Aktuell haben wir ja eh bloß ein Feld. Na, aber wie gesagt, ich würde gern, wenn es geht, die Deutz-Fahrzeuge umgehen und das vielleicht mit dem Mods direkt, wenn möglich, mit einbinden. Ich habe das am Anfang gesagt, dass wir vielleicht erstmal ohne Mods arbeiten und dann später mit Mods mit reinbringen. Aber warum warten? Also, okay, die Map bleibt wie sie ist. Da wird keine Map geändert. Da können wir mal überlegen, wenn wir bei Folge 5798,4 sind. Dementsprechend, also da können wir uns mal eine andere Map überlegen. Aber bis dahin würde ich gerne bei den aktuellen. Also, da wir hier noch auf der Map spielen, können wir eigentlich auch jederzeit neue Fahrzeuge reinbringen. Finde ich zumindest, und dann würde ich wirklich nach und nach hier, soweit die Mods es zulassen, einen Glashof vielleicht direkt draus machen. Also dass wir uns direkt einen kleinen Hof aufbauen mit Schwerpunkt auf Glasfahrzeuge, vielleicht noch unterstützt durch John Deere, wäre noch eine Möglichkeit, eine Alternative, die ich mir noch dazu holen denken könnte. Und eine kleine Museumsecke, wo auf jeden Fall einer von denen noch stehen wird. Und von Fortschritt, die Fahrzeuge. Also die Fahrzeuge von Fortschritt, hier ZT und solche Sachen, wären schon cool. Die wären dann aber eher so als Museumsfahrzeuge, da muss auch das Geld dementsprechend da sein. Schließlich kosten die alle Unterhalt. Ist zumindest so meine Idee. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Von diesen Dingen. Und wie gesagt, so andere Sachen wie Mods kommt alles peu à peu, nach und nach rein. Ding, ding. Wenn einer von euch weiß, ob man sowas wie Server mieten kann, also für Minecraft geht's ja. Aber ob es sowas auch für den LS gibt, wäre mal geil zu wissen. Gibt's sowas? Also ich habe nichts gefunden im Internet, vielleicht einfach nur so blöd zum Suchen. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Gibt es sowas, dass irgendwer, weiß ich nicht, ich sag mal, irgendein Anbieter von Minecraft-Servern und Battlefield-Servern und blub, auch Server für den LS anbietet? Wäre ja mal eine Sache, wo ich sage, cool, wenn das einer machen würde. Weil dann könnte ich ja mal drüber nachdenken, meine Map
zu starten, die als Dauerserver geht, wo wir denn, ich weiß nicht, 10 Spieler größer, ja, bei dem Hof auf nicht mal das, vielleicht so nach und nach, so erstmal mit 2-3 Spielern anfangen und den nach und nach immer größer machen, je nachdem wie viele Felder da sind, wie viele Fahrzeuge da sind und dass ihr euch da austoben könnt und ich nur wieder mal vorbeischaue. Wäre ja mal eine lustige Sache, aber ich glaube, das gibt's nicht, warum auch immer. Wobei die ja auch selbst von Giants ja auch sagen, also mit 10 Leuten auf so einem, auch auf der Map, geben sie ja selbst zu, ist nicht die idealste Lösung. Denn es wird schon ein bisschen Schwierigkeit, mir das mal vorstellen. Also mit 10 Leuten hier drauf, ja, dürfte ein bisschen eng werden. Weil man kann ja nicht alle Felder gleichzeitig bewirtschaften, muss erstmal das Geld dafür ranschaffen. Für diese Felder sei natürlich, man ercheatet sich Geld, aber ich sag's mal, wenn man es so halblegalerweise macht, die Map am Anfang mit 5, 6 Feldern freischalten, selbst dann wird es mit 10 Leuten ein bisschen eng. Weil einfach zu wenig Platz dafür da ist. Egal, einfach mal Interesse halber, wenn einer weiß, ob man sowas wie Server anmieten kann, könnt ihr euch ja mal melden. Würde mich mal interessieren, vielleicht ein großes, dickes, fettes, unterschriebenes und rot markiertes, vielleicht kann man dann ja mal Multiplayer-mäßig was machen. Also kein Versprechen, keine Ankündigung, kein gar nichts. Einfach bloß ein kleines Gedankenspiel von mir. Mehr ist es nicht. Nicht damit sich jetzt hier irgendwer Hoffnung macht. Ach, Auge juckt. Schlimm. So, der ist bald fertig. Noch ein bisschen Weizen wieder auf Lager. Und das Feld dürfte dann auch gleich hier fertig sein. Was mache ich den jetzt leer? Okay, wir machen den einfach leer und gehen dann mal hoch zum... Genau, der bleibt... Der kann ja noch seine Runde drehen mit einmal ernten. Und säen. Und wenn der fertig gesät hat, gehen wir einmal hoch zum Golfplatz mit dem Ladewagen. Uah, dicht will ich nicht. Und dann schauen wir uns mal den Grassammelbereich an. Also hier, das grüne Zeug hier auf dem Boden, ne? Nicht da, was ihr schon wieder denkt. So, die Reihe haben wir auch fast. So, wie gesagt, wegen dem Problem mit DOW, vielleicht habe ich einfach so einen schlechten Tag erwischt und war einfach zu blöd dafür. Könnte dann dementsprechend sein, dass ich morgen erstmal keine DOW-Folge kommt. Es sei denn, ich würde das Problem spontan morgen am Dienstag gelöst bekommen. Muss ich aber schauen. Aber kann nicht sein, dass ich schon in der Mission schon abkacke. Ich weiß auch nicht, wo da die Lösung sein soll. Ich bin einfach nur zu blöd, keine Ahnung. Müssen wir schauen. Wir kriegen es auf jeden Fall gelöst. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Auf legale Weise natürlich. Ich betone das immer wieder gerne, weil Cheaten ist für mich... Cheaten. Mogeln. Schummeln. Bescheißen. Und sich selbst betrügen muss man ja nicht. Das wäre auch ein bisschen ein Betrügen an euch. Und das will ich nicht. Und bla. Alles doof. Cheater sind doof. Wohl, kommt drauf an, was man mit Cheater meint. Wenn man jetzt ihn ja mogelt, meint, ist Cheater doof. Wenn man jetzt Cheater im Sinne von Gepard meint, dann ist Gepard sind cool. Ja, Gepard auf keine Ahnung, was für eine Sprache heißt Cheater. Ich weiß nicht mehr, auf welche Sprache. Das war aber, glaube ich, irgendeine afrikanische Sprache. Und da heißt Cheater Gepard. So. Haben wir es ja fast geschafft. So, wenn wir jetzt hier die letzte Runde abgeerntet haben, zack, zack, das noch weg, zack, mit dem Staubsauger hier mal rüber. Und da sind wir auch schon beim nächsten Frage der Woche-Thema. Naja, natürlich nicht Frage der Woche, aber mal so eine Sache, die mich interessieren würde, was ihr davon haltet, stelle ich euch denn direkt in der nächsten Folge gleich, denn wow, es könnte, das wird nie was. Egal, scheiß drauf. So, wie gesagt, wir saugen noch schnell hier den Rest weg.
Weil ich ja gerne mal wüsste, wie das eigentlich funktioniert. Ich muss mal gucken, ob es auf YouTube passende Bilder dazu gibt. Hier schnell raus. Zack. Hier schnell rein. Ach, guck mal, den Motor macht ja aus, der Helfer, ja? Wenn er aussteigt. Aber selber einschalten kriegt er nicht gebacken. Die Helfer schon wieder. Nee, nee, nee. So. Komm mal her. Tack, 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 tack. So. Wir haben den letzten Rest aufgeladen. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Also bis morgen. Ciao.